Ach ja, die Melodie und die Freude der Kinder beruhigt einen irgendwie schon, nachdem er gerade fast gestorben ist. Also ich rede nicht vom Spiel, sondern ich sollte den Dachboden hochklettern und mit meiner Höhenangst ist das echt nicht angenehm. Aber gut, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Banjo-Kazooie, heute Part Nummer 8. Wir sind immer noch in Freezy Peak und haben den kleinen Kindern ihre Geschenke gebracht. Yay, und deshalb freuen sie sich. Nun ist ihr Vater Boggy Schlittenrennen üben gegangen, soweit ich das verstanden habe, und dem müssen wir uns auch noch annehmen. Aber erstmal möchte ich ganz kurz die Statistik checken, um zu wissen, was wir eigentlich noch zu tun haben in dieser Welt. Die Statistiken sagen uns, fehlen noch 4 Puzzleteile und eine leere Honigwabe. Okay, okay. Jetzt lasst mich mal überlegen, wo ich noch was bekomme. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Wir haben systematisch die Welt schon abgeklappert. Ich werde mir dennoch hier noch Noten holen müssen, glaube ich. Da ist Boggy, der möchte ein Schlittenrennen gegen einen machen, aber wir sind zu groß, um auf diesen Schlitten zu steigen. Sprich, die Mumbo-Verwandlung muss Abhilfe schaffen. Eine Mumbo-Verwandlung, die ungeschadet durch dieses Eiswasser laufen kann, aber sich nicht wehren kann. Hi Freunde, niemand will gegen mich antreten. Wir hauen dich in die Pfanne, Bärchen. Sorry, passt nicht auf den Schlitten. Ich fahre nur gegen einen kleineren Gegner. Ach Mann, Banjo, du hast eine zu große Plauze, ich wusste es. Naja gut, dennoch würden wir dann sagen, wir würden jetzt zu Mumbo gehen, oder wir gehen zu Mumbo, nicht nur wir würden. würden, ja. Wir gehen jetzt zu Mumbo und gucken mal, was sich da so machen lässt. Und vor allem, ich frage mich schon immer, wie kommt man eigentlich dort rüber, ohne Schaden zu bekommen? Aber wenn ich mal gerade nachdenke, fällt es mir sogar selbst ein. Nein! Aua! Auf der anderen Seite sind Gummistiefel, damit würde man keinen Schaden bekommen. Aber ich denke mal, es ist so gewollt, dass, wenn man keinen Schaden kassieren möchte, dass man hier... Banjo? Das geht ja überhaupt nicht, oder? Achso, ich wurde nur abgeschoben von der oberen Hälfte des Schornsteins. Ich denke mal, dass wir hier dafür eine Note bezahlen. Achso, da war ein Pokerschädel. Upsala. Also, dass man dafür eine Feder, nicht eine Note bezahlen muss. Wobei, die Feder brauchen wir ja zum Losfliegen auch nicht. Damit man hier rüberkommt. Die Gummistiefel sind für den Rückweg und die halten auch nur dementsprechend extra kurz. Oder, wie man eigentlich sagen sollte, extra lang. Aber nein, extra kurz. Und mal schauen, da oben habe ich den gelben Jinjo gesehen. Ich höre ihn auch schon. Was rufen die eigentlich immer? Ass? Also wir oder hier? Hier würde Sinn ergeben, aber er ruft ja eher Ass als hier. Naja gut, hier hätten wir noch Noten. Jetzt hätten wir 91, nicht ins Feuer springen, das ist mir auch schon passiert. Ja, also wir haben genug Mumbo-Schädel, das sollte dann dazu reichen. Mumbo, dann verwandle uns mal in ein kleines, dickes Walross. Banjo, jetzt ganz dick und große Zähne haben. Hohoho. Warum lacht ihr? Ich habe den Zweideutigkeitswitz da nicht verstanden. Kein Plan. Naja gut, dann werden wir uns mal als Walross aufmachen und durch die Welt des eisigen Wassers tapsen. Yay, wie putzig wir noch sind. Und wir können gleich zu Wasser in die Höhle, denn Wasser hat ja ein Puzzleteil und er möchte es einem Freund geben. Und da wir ein Bär waren vorher noch, ist er natürlich nicht gerade sonderlich froh gesonnen. Oder gesinnt von uns. Ich glaube, gesonnen stimmt da schon. Ich weiß das grammatikalisch gerade gar nicht. Aber gut, ich weiß, dass wir jetzt 100 Noten haben. Super, das wäre abgeschossen. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Das ist ja nichts Neues. Applaus! Ja, das ist ja schon das 5. Mal, Bottles, ja? Wir haben schon 5 Welten, also mit dieser Welt wäre es die 5. abgeschlossen. Sprich, das RP ist gar nicht so lang und ich freue mich dennoch, dass es so gut eigentlich ankommt. Ich mache das Thumbnail, alles weitere. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpfe auf den Schlitten. Okay. Heps. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomstangen lenken und schneller sein als ich. Alles klar? 3, 2, 1, los! So, und ich finde das super lustig. Also irgendwie, es macht mir richtig Spaß, hier Schlitten zu fahren gegen Boggy. Vor allem, wie er sich immer freut. Ihr müsst gleich mal hören. Genau. Die ganze Zeit, wie er sich anfreut. Oh, hey, oh, hey. Und wenn wir ihn dann überholen, dann ist er voll traurig. Also, wenn wir uns erstmal dafür überholt hatten, wir dann wieder zurück überholen. Weil, ja, jetzt hört mal, wenn ich ihn überholen sollte. Oh Gott, das war ja Fail. Nein, man darf auch nicht zu schnell von ihm zu weit weg sein. Zum Glück ist das Spiel so eingestellt quasi, dass er langsamer wird, wenn wir zurückfallen sollten. Oh, voll traurig. Ah, ich habe die Steuerung des Xbox-Controller halt noch nicht so ganz raus. Habe ich ja gesagt, ne? Das LP ist quasi so ein Testing in meinem neuen Controller, aber sollte passen. Es macht trotzdem mega Spaß, das hier zu machen. Ich habe das schon als Kind immer geliebt. Und oh Gott. Was? Nein. Ah, Gott. Ich habe das so gerne gemacht und immer wieder hätte ich am liebsten verloren, damit ich es nochmal machen kann. Aber an sich, man muss hier, muss sich reinhängen. Also er kann einen wirklich noch gegen Ende schnell abschütteln. Ich fand es interessant, dass wir im Eiswasser sogar noch weiterfahren konnten. Hätte sein können, dass ich da wieder verloren habe, aber nö. Und die Feder habe ich alle verpasst, ja. Oh, komm. Nein, jetzt wird er schneller.
Nein, 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 nein. Ja! Puh, das war knapp. Also gut, dass er gewartet hat. Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt, das hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schwächeren Gegner. So, und da ist das Puzzleteil Nummer 7 auf dem Podest. Für die Sieger, für den ersten Platz. Super, und dann können wir direkt mal systematisch jetzt zu Wozza gehen und uns dort das nächste Puzzleteil holen. Wow, noch ein Varus, nimm das! Aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Dankeschön, das sind immer noch wir, also... Jetzt mag ich dich auch nicht mehr. Der weiß es ja nicht, aber wir sind Banjo und Kazooie und das war jetzt ein bisschen gemein von ihm. Aber naja gut, Lester, ne? Gut, gut, dann werden wir jetzt mal hier runtergehen, denn hier gibt es was, was wir als Varus nur erreichen können. Dafür müssen wir hier den kleinen Weg entlang tapsen. Taps, taps, taps. Richtig putzig, die Geräusche hier. Und wie unsere Zähne eigentlich immer wieder in den Boden hauen, ey. Aua, voll brutal. Lero Honigwabe. Okay, dann hätten wir auch beide für diese Welt. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns jetzt auch zurückverwandeln gehen und können uns dann hier den Rest für diese Welt holen. Also, wir müssen uns zurückverwandeln und können ja nochmal bei Wozza in die Höhle, denn hier befindet sich noch ein Jinjo und dessen Puzzleteil wollen wir auch haben. Genau, dort oben der orange Jinjo. Und dann werde ich die Welt verlassen, weil ich weiß nicht, die Jinjos bleiben, glaube ich, nicht gespeichert. Oder? Bleibt das gespeichert? Ich glaube, die Noten resetten sich immer wieder, sonst könnte ich den Jinjo auch beim nächsten Mal der Welt betreten holen, denn wir müssen ja auch noch jetzt eine andere Welt betreten, damit wir den dort gelernten Move benutzen können, um hier gegen Boki nochmal ein Wettrennen machen zu können, und zwar mit den Turboschuhen als Banjo und Kazooie, aber sicher, ich werde mich einfach zurückverwandeln gehen und dann werden wir die Welt eben, nachdem wir den orangen Jinjo haben, wieder als Bär und Vogel verlassen und uns in die nächste Welt begeben, die auch ziemlich geil ist, aber nichts kommt für mich an Freezy Peak ran. Aus Banjo-Tooie kenne ich ja die Welt noch nicht sonderlich. Wir werden sehen, was da noch so Geiles da auf mich wartet. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen angespielt und finde auch die erste Welt vom Soundtrack schon mega geil, diese Mumbo-Mucke. Aber mal sehen, was das Spiel noch alles zu bieten hat. Ich denke mal, es wird großartig. Heute ist übrigens, wenn ich das aufnehme, Freitag. Und wenn alles stimmen sollte, dann macht Moritz heute einen Blindstream von Banjo-Kazooie. Ich freue mich da schon mega drauf, muss ich gestehen. Also, holla die Waldfee, das kann ja nur cool werden. Naja gut, Mumbo, zurückverwandeln bitte, dankeschön. So, und jetzt sind wir wieder Bär und Vogel, beziehungsweise Bär und Hose und Rucksack. Und da ist der Vogel, hallo. So, dann gehen wir jetzt nochmal schnell zu Wozza und holen uns den orangenen Jinjo, denn der hat ja jetzt dann seine Höhle quasi freigemacht. Er hat uns das Puzzleteil gegeben und hat sich in die Höhle zurückbegeben. Ach, das hat sich irgendwie auch gereimt. Naja, und jetzt denkt er natürlich, ja, der dicke Bär und Vogel sind jetzt weg und das ist nicht der Fall. Wir kommen jetzt und schnappen uns wenigstens noch den Jinjo. Lustig ist, er wird uns sogar darauf hinweisen, dass da noch ein Jinjo ist, wenn wir den nicht gesehen hätten. Dann sagt er, schnappt euch da die, ich glaube, orangenen Nervensäcke, sagt er sogar, und verschwindet wieder. Also richtig unfreundlich auf jeden Fall, aber naja, kann man nichts machen. Er muss uns ja nicht mögen, wir können nicht allen Menschen alles aufdrängen, ne? Ich kann auch nicht aufdrängen, dass ihr das Projekt gucken sollt oder liken oder Kommentare schreiben. Das war jetzt nicht dazu gemeint, dass ihr es machen sollt unbedingt, nee. Schon wieder dieser Bär. Nimm die orangefarbene Nervensäge und lass den armen Wozza alleine. Okay, machen wir und schnappen uns auch gleichzeitig noch das 9. von 10 Puzzleteilen. So, Freunde, und jetzt seht ihr hier einen Eisschlüssel, ja? Den können wir nicht betreten. Hier ist eine Eiswand im Weg. Und zwar gibt es in diesem Spiel noch Cheatcodes, die man auf der Treasure Trove Cove Sandburg eintippen muss. Und ja, davon erfährt man im Spiel selbst nichts, was man da eingeben muss. Das muss man im Internet gucken, soweit ich das weiß. Ich glaube, man erfährt hier nichts. Das ist gedacht für das eigentliche Stop-and-Swap-System dieses Spiels. Sprich, dass man Banjo-Kazooie anhat, also die N64, und innerhalb von 10 Sekunden das Spiel rausziehen kann und Banjo-Tooie reintut und dann halt, ich sag mal, bei Banjo-Tooie damit extra Dinge freischaltet. Je nachdem geht das aber leider nicht, also es wurde verworfen, denn der N64 hängt sich ja logischerweise auf, wenn man das Spiel einfach rauszieht. Das geht auch bei Stop-and-Swap leider nicht wie gedacht und deshalb musste man leider das Stop-and-Swap verwerfen. Jedoch haben sie die Gegenstände gelassen und ich denke mal, ich werde sie mir auch alle mit euch zusammen schnappen. Also wir werden dann quasi nochmal kurz vor Finale alle Cheatcodes zusammen eingeben oder offscreen eingeben. Und dann werde ich immer cutten, wenn wir in der jeweiligen Stelle sind, wo es das Ei bzw. den Schlüssel gibt. Also jetzt habe ich gesagt, ach das ist falsch, ich will die Welt verlassen. wo es das Ei gibt, denn es gibt Stop-and-Swap-Eier und diesen Eisschlüssel, der das aktiviert. Das Ganze war gedacht für Banjo-Tooie, aber, ah jetzt hier so ein fieser Schneemann. Aber nachdem das halt nicht möglich war, hat man das, glaube ich, in der Xbox-Version für Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, also Schraube locker benutzt. Und da sollte es dann scheinbar zur Geltung kommen. Leider halt kein direktes Stop-and-Swap, was es leider ist, mir auch relativ egal, sag ich mal. Aber gut, dann wollen wir mal, ich glaube, hier ist... Nee, hier ist richtig. Man muss hier lang, ich weiß das.
Ich weiß das. Genau, hier bin ich richtig. Hier wird's gefährlich, denn hier unter uns ist einfach mal ein aktiver Vulkan, der uns instant besiegt quasi. Ne? Ich sag mal nichts anderes. Gobi's Valley. Und weil wir die Cutscene dort haben, haben wir auch einfach mal gerade 17 FPS gehabt. Also, ich glaube, der Vorbereich hat einfach nur 17 FPS dort. Aber, na gut, nichtsdestotrotz müssen wir damit klarkommen. Und dann gehen wir jetzt auch noch schnell in Gobi's Valley. Können wir gucken, was wir da so alles erreichen. Ich denke mal, im nächsten Part sollten wir, wenn wir jetzt gut vorankommen, die Welt auch schon abgeschlossen haben. Einfach nur, weil, ich sag mal so, die Welten dauern nicht sonderlich lang teilweise. Es gibt halt eine am Ende, die relativ länger dauert. Aber sonst, entschuldigt, hat er gerade so einen Ansatz, einen Schluck auf. Aber sonst, naja, ist das Spiel halt relativ schnell gespielt, deshalb freue ich mich umso mehr auf den Stream nachher. Das kann man in 2 Streams locker durchmachen, wenn man 2,5 Stunden so etwas... Oh, wartet. Ich habe was vergessen. Ich möchte jetzt einfach mal keinen Schaden nehmen. Also, ihr habt das ja schon gesehen gehabt. Ich habe dann zunächst gesagt, und zwar macht man hier einfach die Wand mit so einem Move kaputt. Und dann gibt es hier Gummistiefel, die man halt benutzen kann, um über den Treibsand hinweg zu gelangen. Denn den Schaden muss man sich nicht reindrücken lassen. Das ist heißer Treibsand und da sind dann wieder Sandwürmer, die einen, glaube ich, das Leben zur Hölle machen. Wenn ich mir sicher sein darf, bin ich mir nicht genau, aber ich glaube, dass das der Fall war. So, komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, wir haben es doch geschafft, auch wenn relativ knapp, muss ich sagen. Ja, ja, genau. Das Abenteuer ist bald aus. Geht besser schnell nach Haus. Wie fies das war. Jetzt kommt noch Brenthilda. Brenthildas bester Freund in der Hexenschule war eine Klapperschlange. Okay. Zum Relaxen liest sie die Hexenrundschau. Oh, sie kann lesen. Dabei schlürft sie genüsslich an einem Spinnenbeincocktail. Ach, jetzt werden wir geheilt, weil wir zu blöd waren, wisst ihr? Naja gut, Spinnenbein-Cocktails sind lecker und damit sage ich herzlich willkommen in Gobi's Valley! Ach ja, die zweitcoolste Welt in Banjo-Kazooie und hier finden wir einen Move und auch den letzten des Spiels, soweit ich mir grad sicher sein darf, plus einen gelben Jinjo hier direkt am Start. So, so, okay, also erstmal ganz kurz umschauen, hier gab es nichts außer Noten, richtig? Jupp, okay. Das ist übrigens, ich sag mal, ein leicht dürrer Baum. Ich bin Trunko, der durstige Baum im ganzen Land. Ohne Wasser werde ich vertrocknen. Schön warm hier, oder? Kazooie, meinst du, mit Eiern und Federn können wir ihm helfen? Nein, du dummer Bär, ich brauche Wasser, dringend. Und nein, er ist der trockenste Baum, nicht der trockene Baum des Landes. Ja, ja, meine Versprecher und ich, wir gehören schon zusammen wie Bauer und Gurke. Nee, wie war das? Ach, das war aber SpongeBob, ne? Nein, geh weg. Ich mag keiner. Voll die Finger abgeschnitten. Bah, voll die Würstchen. Nun gut, also das ist Gobi's Valley, meine zweitliebste und ich meine bestimmt die zweitliebste Welt von allerlei Banjo-Fans. Muss nicht der Fall sein, es gibt da noch andere coole Welten, also die anderen, die auf uns zukommen, sind eigentlich alle, bis auf, ich muss gestehen, eine relativ cool. Die eine ist relativ risky, also die ist gefährlich, sag ich mal, weil man bei der Version hier noch alle Noten wieder neu sammeln muss, wenn man Game Over gehen sollte, also in einem Level besiegt oder stirbt halt, ne? Ist aber scheitert, ja? Das klingt dann nicht so brutal. Ja, ja, denn es ist eben der Fall, dass man dann alle Noten und alles nochmal neu sammeln muss und das ist natürlich nicht so ganz toll. Upsala. Meine Nase ist ganz verstopft. Okay, hier. Ups, ein Ei. Und noch ein Ei. Ach nee, eins reicht. Hey, das kitzelt. Okay, dann nimm doch eins. Gesundheit. Na? Ups, und für die Nase angreifen, nein. Ah, das ist besser. Jinxys Nase ist wieder frei. Kommt doch herein. Jinxy, das erinnert mich jetzt an Miss Hannah Jinx oder Minx, wie hieß sie? Die bringt doch den Leuten auf YouTube Japanisch so ein bisschen bei, während sie immer mega Ausschnitte trägt, also... Naja gut, egal. Ich will gar nicht darüber reden. Auf jeden Fall komisch, also komisch, dass ich jetzt an sie denken musste, weil ich Jinxy im Kopf hatte, aber da gab es auch, glaube ich, so eine Videos. Ich weiß nicht, ich glaube, der Kanal wurde mir mit so einem Video auf jeden Fall empfohlen damals. Ach Gott, das ist schon Jahre her. Man liest einmal die Kommentare, was liest man? Pausiert, also Englisch, ja. Pausiert da und da und viel Spaß, quasi für Kerle. Wisst ihr schon, was ich meine? Das ist echt, naja, muss nicht sein. Vor allem auf YouTube nicht. Ich hatte heute so ein richtig lustiges Video bei Social Blade, nicht Social Gamer. Und so auf socialblade.com stand links ein kleines Quali-Video. Dann stand, genau. Was stand da genau? Wartet. Ich überlege gerade.
Complete Naked Boobs in HD. Und wenn man draufgeklickt hat, ich hab jetzt natürlich gewusst, dass das auf YouTube nicht geht. Wir sind hier auf YouTube und nicht auf You sonst was, ihr wisst schon. Und ja, stand da einfach nochmal mit dem Blackscreen, you got trolled. Und keine Ahnung, von wegen, ja, immer diese Klickgeilen. Und nächstes Mal guckst du lieber, was du anklickst und was nicht. Irgendwie so nach dem Motto. Und dann kam noch 40 Sekunden Trollface. Wie war das? Ich glaube, Naked Boobs in HD hieß das einfach. Genau, ich glaube, so hieß das. Aber auf jeden Fall ein lustiger Troll. Es war mir klar, dass es nicht sein kann. Deshalb habe ich einfach mal angeklickt, denn ich habe es jetzt nicht so nötig. Ich falle eh nicht so auf Titten-Thumbnails rein. Ich bin kein Freund davon. Ich finde, das ist mega nicht unsozial, aber es ist mega Abo- oder Aufmerksamkeitsgeil und richtig traurig eigentlich, dass man sowas macht. Also, ich bin da kein Freund von, muss ich sagen. Und ich denke mal, allerlei andere Leute, die ich so kenne, sollten meine Meinung in etwa teilen, denn sowas muss echt nicht sein. Man kann auch ohne, sag ich mal, Erfolg haben. Ich meine, die Thumbnails sind ja wohl das nicht gerade Wichtigste, ja? Das soll den Zuschauer ein bisschen anreizen, wird immer gesagt. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich deshalb überall Brüste drauf machen muss. Vor allem, weil man doch eh weiß, ja, da kann nichts mit Brüsten im Video vorkommen. Sowas darf man auf YouTube nicht zeigen. Das ist ja YouTube und nicht eben YouPorn oder sonstiges. Deshalb, auf YouTube darf man sowas nicht zeigen. Warum fallen da so viele Leute drauf rein? Ich verstehe das immer wieder nicht, aber naja gut. Das bleibt halt einfach mal Diskussionsthema. Es muss nicht sein. Es muss echt nicht sein. Also, man kann auch ohne an Erfolg kommen oder überhaupt sich mal zusammenreißen und überlegen, bin ich jetzt wirklich so Abo- oder Aufmerksamkeitsgeil, dass ich Brüste und Thumbnail mache, damit ich Erfolg habe? Das finde ich nämlich dann doch ein bisschen, ich sag mal, armselig für mich gemeint. Aber es gibt genug Leute, die das machen und die kommen damit leider Gottes auch noch gut an. Also deshalb halte ich mich einfach mal zurück und sage jetzt nicht so heftig meine Meinung. Es soll ja jeder tun, was er möchte, um an Erfolg oder sonstiges ranzukommen. Zum Beispiel mache ich das, was so viele Leute schon machen und bin deshalb auch nicht sonderlich erfolgreicher als andere Menschen. Wir haben ja genug große Let's Player in Deutschland. Wir haben LuxLikeLinks, Suishomaru, meine absoluten Lieblings-Let's Player, muss ich sagen. Sonst haben wir noch coole Leute wie Blacky720, denen leider nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wobei, naja, ich sag mal, er sie auf jeden Fall verdient. Also er hat ja jetzt letztens einen neuen Kanal aufgemacht, kann ich auch gerne mal in der Videobeschreibung verlinken. Und da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr Blacky720 kennt, jetzt auf dem neuen Kanal Blacky ist am Start, also sofern dann die Projekte auf Blacky720 vorbei sind. Alles coole Let's Player, die Aufmerksamkeit verdienen, aber ich finde halt, es gibt so viele, die unehrenvoll halt Aufmerksamkeit verdient oder generiert haben, wo ich finde, das wäre echt nicht nötig gewesen, also dass die irgendwie bekannter werden, weil ihr Content gar nicht mehr so gut ist. Ich sage auch nicht, dass ich mich von der Masse abhebe, also ich sag mal, meine Kollegen, ob jetzt Fräsenjünger, Deli oder auch Moritz, wir sind alle auf einem Standard, übrigens, die kann man nur durch Goldfedern töten, das sind halt Untote, ne, Mumien und so. Ich finde, wir sind auf einem Qualitätsstandard, der für unsere Abozahl auf jeden Fall mehr als gut ist, also, oder Mittelmaß auf jeden Fall, ne. Ich meine, das Commentary ist wieder was anderes, wenn ich ganz WM sage oder halt, ich sag mal, mich immer verspreche, aber das ist menschlich, deshalb sollte ich darauf gar nicht rumhacken. Übrigens, hier jetzt Memory spielen, machen wir einfach mal den Ball. Und, okay. Also erstmal ganz kurz merken, wartet, ich bin nicht so multitaskingfähig, deshalb kann ich jetzt gerade nur eins von beiden immer so machen, also nachdenken und reden. Ich habe irgendwie noch gar nichts getroffen, ne? Warte, war das nicht hier direkt neben? Nope. Da ist der Mumbo. Okay, den Mumbo haben wir hier oben auf jeden Fall gesehen. So, hier ein blaues Ei. Ich kann nur dumm raten, wo das Ei sein könnte. Das war falsch, aber Banjo haben wir hier gesehen. So, Banjo. Ich rede nach dem Memory weiter, ja? Ich muss mich echt für Memory ein bisschen konzentrieren. Das blaue Ei. Hatten wir das jetzt gerade hier oben? Ah ja, ich dachte schon. Das habe ich jetzt schon, glaube ich, dreimal geklickt. Ja. Ich rate mal hier. Das ist Kazooie. Hatten wir Kazooie nicht hier links? Ja, so ein bisschen was kann ich mir merken, ja? Auch wenn es gerade mega lange dauert und ich nicht gut Memory spiele. Also gerade nicht. Ich war schon besser. Aber na gut, man kann sich eben nicht alles immer merken, weißt du? Okay. Ach ja, genau, die Gingers sind nebeneinander. Das hätte ich mir behalten können. Hier ist die Honigwabe. Die könnte dementsprechend hier sein. Die Note könnte hier... Ja, genau, hier ist die Note und dann ist das andere dort. Ja, auf jeden Fall, ich sage ja, wir sind auf einem soliden Qualitätsstandard, heben uns jetzt nicht von so vielen Leuten ab, aber sind auf jeden Fall schon besser dran als manch andere. Klar, man kann immer dazulernen und kann auf YouTube sagen, hey, du kannst die Qualität da und da verbessern und deine Schnitte ein bisschen präziser setzen, dann geht alles klar. Also ich will nicht sagen, dass wir besser als irgendjemand sind und dass wir Aufmerksamkeit verdienen. Wir machen einfach unsere Let's Plays, wie wir darauf Bock haben und Spaß haben und versuchen gar nicht gezielt groß zu werden. Wir machen das, worauf wir Lust haben und spielen das, worauf wir Lust haben und das interessiert eben ein paar Zuschauer oder eben nicht, dann ist es eben so, ja. Das finde ich halt jetzt so cool. Ich sag mal,
Ich bin wirklich froh, so wie es ist, ja, dass jetzt keiner sich wirklich abändert und sagt, ich spiele explizit nur Minecraft, weil ich Erfolg haben will oder sowas, weil Minecraft kommt mit auf YouTube sehr gut an, das ist ja kein Geheimnis. Der Moritz wird trotzdem wahrscheinlich nie Minecraft auf seinem Kanal bringen und ich bringe es auch nur zwischendurch runden, weil ich da halt Lust drauf habe mit Lee und sonstigen. Das kann ich ja auch machen. Heißt ja nicht, dass ich jetzt ein Minecraft-Let's Player geworden bin, das stimmt ja nicht. Ich spiele, worauf ich Lust habe, hauptsächlich meine Nintendo etc. Projekte, aber auch ab und zu zwischendurch Minecraft-Sachen und sowas. Aber gut, das war jetzt ein, ich sag mal, ausgiebiger Part und der erste Part in Gobby's Valley. Ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Aloha und ciao, Freunde!